herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Leute, es gibt ja diese ganzen Hauls. Wish ist gerade voll im Trend. Jeder bestellt bei Wish und wollen wissen, ist die Qualität denn wirklich so gut, wie es in den Bewertungen beschrieben ist und wie es auf den Bildern ist. Ich kann es mir beim besten Willen einfach nicht vorstellen, denn manche Artikel werden halt echt kostenlos. Da musst du nur den Versand bezahlen, verkauft. Und das finde ich echt ein bisschen eigenartig. Viele Artikel haben eine hammermäßige Bewertung. Ich kann mir das echt nicht vorstellen. Da sind teilweise Produkte, da sind von 700 Euro auf 10 Euro reduziert. Wer macht das? Kann ich mir nicht vorstellen. Deswegen habe ich etwas gewagt und ich habe etwas bestellt. Leute, ich habe ein Brautkleid bestellt. Ich habe 71 Euro dafür bezahlt. Ja, ich weiß, bei Wish ein Brautkleid zu bestellen, ist total bescheuert. Man geht in so eine Boutique rein und sucht sich da eins raus. Aber ich dachte mir, was ist besser zum Testen als ein Brautkleid? Ein Brautkleid kostet eigentlich ein richtig gutes Brautkleid, sagen wir mal so 1000 Euro. Es gibt natürlich auch schöne Brautkleider für ein paar hundert Euro, aber 71 Euro für ein gutes Brautkleid und zwar so, wie das hier abgebildet ist, kannst du vergessen. Ich kann es mir beim besten Willen einfach nicht vorstellen, dass das wirklich so aussieht. So ist es hier bei mir angekommen, in einer wunderschönen Verpackung. Ich freue mich sehr darüber. Ich werde es jetzt anprobieren und wir werden sehen, ob es wirklich so aussieht wie auf dem Bild. Ich hoffe, ich bin nicht enttäuscht. Vielleicht entpuppt sich das ja auch total als das Traumkleid und ich werde das wirklich zu meiner Hochzeit tragen. Ich möchte ja auch eigentlich irgendwann mal heiraten. Also geplant haben wir jetzt noch keine Hochzeit. Also ihr wisst ja, es stand ja eigentlich ein Hochzeitsdatum fest, aber so verrückt und ungeplant wie wir sind, haben wir es natürlich wieder verschoben. Ich möchte schon irgendwann heiraten und ich möchte auch das perfekte Traumkleid haben. Und wie gesagt, vielleicht entpuppt sich das ja als unser perfektes Traumhochzeitskleid. Unsers? Mein perfektes Traumhochzeitskleid. Für unsere Hochzeit. Kann ja alles sein, ne? Also ich gehe mich jetzt umziehen und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Leute, ich habe das gerade ausgepackt, also ich habe es aus der Verpackung geholt und okay, ich glaube, das könnte richtig gut aussehen, jetzt mal ohne Witz. Schaut euch das mal bitte an. Oh, Leute, es glitzert extrem. Oh, wow. Schaut euch das bitte mal an. Ich glaube, es könnte richtig gut werden. Ich bin jetzt richtig aufgeregt. Leute, es wäre einfach viel zu krass, wenn das ein Traumkleid wäre. Oh mein Gott. Zieh es jetzt an. Ich werde es anziehen und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Ich habe nur gesehen, das, was ich jetzt anhabe. Und es sieht so unglaublich schön aus. Das Einzige, was mich ehrlich stört, ist das hier. Aber ich glaube, es ist nur der untere Stoff. Und den könnte ich auch einfach rausschneiden. Es passt obenrum. Henning hat es mir hinten noch geschnürt. Es geht schön weit auseinander. So in der Art könnte, glaube ich, mein Traumkleid aussehen. Ich weiß noch, ich habe es noch nicht gesehen, ne? Der Spiegel, ich weiß nicht, ob ihr das könnt ihr das sehen. Ihr könnt den Spiegel sehen, dass ich den schon hingestellt habe. Genau, Henning hat den nämlich schon hingesteckt. Ich bin schon ganz aufgeregt. Hingestellt, hat aber noch eine Decke drüber gemacht. Das heißt, ich kann echt, ich sehe nichts. Ich weiß nicht, wie ich aussehe. Und ich würde sagen, Henning, ich bin bereit. Ja. Ich bin so aufgeregt. Echt? Mein Herz pumpt. Jetzt die Decke weg. Oh, okay, bitte lass es gut aussehen. Ach, der Spiegel ist falsch rum. Nein. Oh mein Gott. Oh wow, das ganze Ding glitzert. Also ich hätte jetzt echt nicht gerechnet, ich hätte nicht damit gerechnet, dass es so gut aussieht. Also okay, die Blume stört mich, die mache ich wieder ab. Also wenn das hier noch schmal, also jetzt mal ohne Witz, ne? Ja. Wenn das hier schmaler wäre, also dieses komische Band, und diese Kordage echt bis hier runtergehen würde. Dann wäre noch krasser, wa? Das wäre so ein hübsches Kleid, aber das ist echt heftig. Also für 71 Euro finde ich es krass. Für 71 Euro ist das echt ein Knaller. Oh wow. Wollen wir das mal den Kindern zeigen und Mama? Komm, so, wir gehen jetzt einfach mal hoch. Ich schnapp mir die Kamera. Du filmst und ich komme einfach hoch, ja? Also gerade meine Brüste sehen ja krass aus. Oh, wie geil das aussieht, oh mein Gott. Die OP hat sich gelohnt. Heiliger Strom. Für mich gerade echt, ich bin sehr aufgeregt und würde jetzt am liebsten dich heiraten. Na dann los. Weil du bist echt schön. Du bist echt. Zum Standesamt fahren und heiraten. Wir haben ja alle Unterlagen da. Na los, komm. Okay, komm. Ich mit meiner Jogginghose. Papa, guck. Ich möchte so nicht im Tobeladen.
Nee, so gehen wir nicht in den Indoor-Spielplatz. Stell mal vor, ich würde so in den Indoor-Spielplatz gehen. Wuhu, spielen! Guck mal, Juna kriegt gar nicht genug. Und Juna, willst du auch sowas haben, Juna? So, meine Lieben, also der Test ist beendet und ich würde echt sagen, dieses Kleid bekommt mehr als nur einen Daumen nach oben. Bekommt ganz, ganz viele Daumen nach oben. Der Preis ist super von 71 Euro. Der Versand war viel, viel schneller da als eigentlich gedacht. Ich glaube, es war innerhalb von 2 Wochen da, sollte aber 2 Monate dauern. Ich hätte niemals gedacht, dass das so gut aussieht. Ich hätte echt gedacht, da kommt irgendetwas, was ganz anders aussieht, was überhaupt nicht passt. Bin ehrlich, das ist... Oh, sieht das gut aus? Ja, Mama. Papa. Mama und Papa wollen heiraten, ne? Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr dieses Kleid findet. Würdet ihr so heiraten? Würdet ihr komplett anders heiraten? Ich finde, wie gesagt, wenn man heiraten möchte, unbedingt, aber nicht so viel Geld hat, dann sind 71 Euro für so ein schönes Kleid echt Gold wert, glaube ich. Ich freue mich aufs nächste Video, ich freue mich aufs nächste Testen. Ich habe euch ganz doll lieb und bis zum nächsten Mal.